Nächster Redner ist von den NEOS Michael Bernhard. Michael Bernhard, bitte, Herr Abgeordneter. Und ich darf noch ergänzen, dass der eingebrachte Abänderungsantrag ausreichend unterstützt ist, ordnungsgemäß eingebracht und somit in Verhandlung steht. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident. Geschätzter Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, die Halbierung der Flugabgabe ist das Thema und wir als NEOS unterstützen diese Halbierung, allerdings mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das möchte ich auch genauer begründen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für den Antrag der Freiheitlichen für die Abschaffung der Flugabgabe. Und zwar, wir halten diese und viele weitere Abgaben und Steuern, die wir derzeit als Öko- oder Umweltsteuern bezeichnen, für tatsächlich einfach nicht lenkend. Sie haben keinen Effekt. Es ist, das hatte der Kollege Willi sozusagen auch sehr gut mit seinen Tafeln veranschaulicht, es ist nicht so, dass durch die Einführung der Flugabgabe in irgendeiner Form wir den Flugverkehr reduziert, gelenkt oder der Umwelt irgendeinen Dienst getan hätten. Wir haben die Abgabe eingeführt, um den Haushalt in einem sehr kleinen Ausmaß zu sanieren. Das bedeutet, das, was wir brauchen an einer sogenannten ökosozialen Steuerreform, in einer Steuerstrukturreform, ist tatsächlich eine CO2-Steuer. Diese CO2-Steuer müsste wiederum natürlich auch Kerosin umfassen und dass die Luftfahrt bis 2050 die Emissionen halbieren will, bedeutet ja nur, dass sie, weil sie nicht eingerechnet sind beim Pariser Agreement, dass sie nicht gezwungen sind, tatsächlich bis 2050 auf Null umzusteigen. Ich bitte nur, weil wir jetzt über die Halbierung der Abgabe reden, ein bisschen weiter nach vorne zu schauen. Die Frage ist, wie wird sich die Branche in den nächsten 15, 20, 25 Jahren entwickeln? Wir wissen, dass es in der Entwicklung auch bei Prototypen bereits Wasserstoffflugzeuge gibt. Wir wissen, dass die Technologie voranschreitet und dass wir nicht ewig die Luftfahrt ausschließlich mit Kerosin betreiben werden. Das bedeutet, wir haben drei Elemente, die wir in Österreich und auch ganz ohne der Europäischen Union tun können. Der erste und wichtigste Schritt wäre die Abschaffung verschiedenster Abgaben und Steuern, die keinen Lenkungseffekt haben. Diese wären unter anderem neben der Flugabgabe auch die Nova- und die Kfz-Steuer. In weiterer Folge wäre eine CO2-Steuer einzuführen. Diese sollte umfassen all jene Bereiche, die Emissionen, also CO2-Emissionen emittieren. Das sind neben den genannten auch die Mineralölsteuer, alle motorbezogenen Versicherungssteuern, die Autobahnmaut und die Erdgasabgabe. Ausgenommen müssten natürlich Industriebetriebe werden, die bereits im Zertifikathandel inkludiert sind. Dafür gibt es sehr gute Beispiele. Das ist nichts, was Österreich neu erfinden würde. Das hat Schweden in den 1990er Jahren gemacht. Und die hatten gleichzeitig eine Reduktion der Emissionen von über 20% und ein Wirtschaftswachstum von 70% im gleichen Messungszeitraum. Das waren knapp 20 Jahre. Was wir machen müssen, das gilt für die Umwelt im Wesentlichen, aber für alle Politbereiche. Wir können, wenn wir die Abgaben und Steuerlast nur bis zu einem gewissen Grad reduzieren, eine Umschichtung auf Umweltsteuern machen, weil de facto Arbeit entlastet werden muss. Die Flugabgabe hat gezeigt, dass man Abgaben einfach streichen kann und sie anscheinend niemandem fehlen. Im nächsten Schritt würde ich mir Perspektiven, Visionen und eine zukunftsgerichtete Steuerpolitik wünschen. Danke. Die Abgaben hätten keinen Effekt, so NEOS-Umweltsprecher Michael Bernhard. Die Einführung der Flugabgabe habe den Flugbetrieb nicht reduziert.